Das geht vom Rennen. Okay, warum das jetzt bei diesem Rennen zum Beispiel mal wieder geht und bei anderen wiederum nicht? Keine Ahnung, vielleicht weiß das Codemaster es auch nicht, aber ich bin jetzt erstmal zufrieden mit Startplatz 13. Endlich mal wieder ein zufriedenstellendes Qualifying und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2019. Der große Preis von Frankreich. Ja, gegen den Teamkollegen liegen wir schon wieder zurück und der Lukas kann das an diesem Rennwochenende klar machen. Aber tangiert mich jetzt nicht allzu sehr. Ich bin erstmal sehr zufrieden, dass ich ein annehmbares Qualifying hingelegt habe. Endlich mal wieder. Na Emma, lobst du uns noch? Und Jeff? Und? Ferrari findet das trotzdem kacke, was wir gemacht haben. Genauso Red Bull. Liegt vielleicht an der Fahrerschmiede. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Dankeschön. Hoffentlich kann ich das beim nächsten Mal bestätigen. Okay, wir sind so gut vorbereitet, wie es nur geht. Jetzt liegt es an dir. Zeig denen, was du drauf hast, Doppelpunkt D. Okay. Teile werden nicht gewechselt. Wir legen gleich los. Auf zum Rennen. Willkommen in Le Castellet. Von der anderen Seite des Atlantik kehren wir für den großen Preis von Frankreich 2019 zurück. Der Circuit Paul Ricard, Hausstrecke von Rennlegenden wie Alain Prost, wurde letztes Jahr nach 3 Jahrzehnten wieder in den Formel-1-Kalender aufgenommen und sorgte direkt in Runde 1 für ein spannendes Duell zwischen Valtteri Bottas und Sebastian Vettel und letztendlich für einen eindrucksvollen Sieg von Lewis Hamilton. Was erwartet uns wohl in diesem Jahr? 6 Links- und 9 Rechtskurven sorgen auf dem Circuit Paul Ricard für insgesamt 15 Kurven, die es auf einer Länge von 5,79 Kilometer zu bewältigen gilt. Die durchschnittliche Geschwindigkeit dürfte in etwa bei 229 km/h liegen. Richtig schnell wird es auf der Mistral-Geraden, da erwarten wir Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 330 Stundenkilometer. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Sei gegrüßt, Stefan. Ich bin neugierig. Als jemand, der selbst Streckenerfahrung hat, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Vettel, Verstappen, Charles Leclerc und Gasly, Ricciardo, Butler, Raikkonen und Lucas Weber. Perez, Grosjean, der Eismann und Hülkenberg. Russell, Norris, Robert Kubica und Antonio Giovinazzi. Albon und Dani Kvyat komplettiert die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Das mit den vorbeidüsenden Jets könnte viel cooler sein, wenn man einfach länger auf die drauf zeigen würde. Das wirkt so abgehackt. Diese Startposition ist perfekt für uns. Versuch diesen Platz zu halten. Ja, perfekt nicht. Die perfekte ist die von Perez. Aber insgesamt für Rennpunkte sind ja ein sehr tolles Qualifying. Eine gute Grundlage fürs Rennen. Beide nicht weit weg von den Punkterennen mit 11 und 13 und freie Reifenwahl. 2 Stops, okay. Am Ende die roten. Okay. Also ich habe mir schon denken können, dass es mit Gelb und Weiß knapp werden würde. Ich wäre in dem Fall sogar ausnahmsweise mal auf Gelb losgefahren und dann mit Weiß, weil die Weißen verdammt viel langsamer sein sollen. 1,3 Sekunden langsamer als die Gelben. Und da wollte ich die eigentlich lieber mit einem leichteren Auto fahren. Aber das Team schlägt 2 Stops vor. Wenn ich jetzt die ersten Gelben weiter rauszögere und damit weiß, das geht niemals auf. Laut Grafik. Wir können sie mal kurz so einstellen. Also mit Gelben wäre ich auf jeden Fall losgefahren. Du wirst weggemacht, entfernen mit dieser.
Wobei, das sieht auch noch in Ordnung aus. 2 Sekunden langsamer, aber... Dann muss ich wirklich mit den Reifen richtig raushalten. Aber ich hätte den Boxenstopp gespart, aber bin laut Berechnung 2 Sekunden langsamer. Die roten Gnome. Das ist laut Berechnung schon das Optimum. Boxenstopp-Fenster 8 Runden. Na gut, dann gehen wir das mal so an. Ja. Fahren wir doch die roten, aber... Ich mache in dieser Saison einfach mal die Erfahrung und in der nächsten Saison werde ich vielleicht doch von gelb auf weiß gehen. Bis wir das Chassis verbessern. Einfache Reifennutzung dauert es ja auch noch etwas. Ja. Ich gehe mal mit dem Team mit. Es soll trocken bleiben. Wir fahren 2 Stops gelb-gelb. Das finde ich ja schon mal sehr gut. Am liebsten wäre es mir, wir könnten auf gelb-gelb nach Hause fahren. Aber die Reifen kann ich richtig verballern. Schaut, mit dem über 50% da noch. Zustand jeweils. Gut, dann verballere ich die auch. Wer weiß, auf den weißen fahre ich vielleicht richtig kacke, weil die zu hart sind. Dann bringt mir dieses Boxenstopp-Einsparen vielleicht auch nichts. Okay, gut. Alles erstmal überdacht. Jetzt machen wir die Erfahrung und in der nächsten Saison machen wir es vielleicht anders. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Der Startplan sieht gut aus, aber wir müssen uns das Getriebe ansehen. Also schalte ihn jeden Gang, wenn möglich. Die Bremsen müssen etwas zu tun bekommen. Also lass sie arbeiten und wärme bitte die Reifen auch gleich auf. Wir sind von 2 Heimspielern umgeben. Vor uns Gangean, als offiziell Franzose, der in der Schweiz lebt. Und hinter uns Hülkenberg, im französischen Renault-Team. Gelbe Reifen vor uns, rote Reifen hinter uns. Heute fahren wir gegen Perez und gegen Weber. Gegen wen fahre ich? Die Fahrer des Rennens sind Hamilton und Perez. Nach dem letzten Rennen hatte ich Hoffnung, dass man sich da einbekommen hat, als mal kein Supertop-Fahrer genannt wurde, aber das war falsche Hoffnung. Rennstrategie. Ein Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 8 Runden. Die Roten im letzten Stint sind auch bloß in den ersten Runden gut, ansonsten bringt die mir auch nichts. Rennstrategie. Ein Boxenstoppfenster öffnet sich in 8 Runden. Ganz sicher? Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Obwohl wir gerade maximal Strom verbrauchen, ach jetzt haben wir 98%. Schaut mal, obwohl ich ihn überholt habe, hat er sich recht schnell zurückgeholt. Die rechte Fahrzeugseite könnte wärmer sein. Ja, jetzt dürfen die anderen linken aber auch nicht wärmer werden, dann lasse ich es mal so. Ja, mit den Temperaturen kann ich zufrieden sein. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Position. Tschüss, Jeff. Soll gleich mal Hülkenberg einklemmen, dass der hier nicht vorbeizwitschern kann an uns beiden. Jetzt kommt er doch vorbei, wie es scheint. Okay, Nase sichern.
jetzt sich das Ganze hier anschauen. Hinter uns Kubica, jetzt Russell. Hülkenberg ist nah dran zum Angreifen, ich bin zu weit weg. Auch wenn ich den besseren Motor habe, zu weit weg. Ich bleibe für nach der Schikane mal dran, mal gucken, ob ich da was reißen kann. Ich denke ja nicht, weil das Ding ist ganz schön kurz. Und ich bin zu weit weg. Dann spare ich jetzt lieber Sprit und Strom kann ich ja gleich noch sparen, indem ich umschalte. Auf komplett sparsam. Ja, die KI scheint hier in der Kurve zugelegt zu haben. Im Vergleich zum letzten Ableger. Ich meine, der Hülkenberg macht Druck. Hat auch die roten Reifen und die helfen ihm nur zu Beginn des Stints. So, hier der Ausgang, das war unsere Stärke gegenüber der Zielzeit. Ja, das sieht auch wieder gut aus. Ich fahre jetzt aber nicht mit viel Bums, mit guten Modi. Nicht mit maximalen. Aber ich gucke mir das noch etwas an. Energie ist zum Ausgeben da. Erhöhe die, ja, wir haben noch 20% Puffer, Jeff. Oh, ich fahre noch auf Fettigdödel. Ja, das war schon immer irgendwie meine Schwachstelle. Mann, oh Mann. Jetzt wird sich da gleich behindert. Aber richtig. Oh, Perez, zwei vor uns. Hat er wieder ein Leistungsproblem? Fahrer vor mir. Hülkenberg liegt vor dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 45,8. Und Fahrer hinter mir. Russell hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als rote Reifen eine Sekunde. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,46,9. Also aufpassen, wenn der Gegner nah genug dran ist, darf ich da nicht zu weit fahren, auch wenn das meine gewünschte Linie ist. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Guck mal, die sich jetzt noch behaken und wie ich da noch rankomme. Das wird halt innen das auch. Etwas mittiger, damit er hier auf keinen Fall ansetzt, der Russell. Der ist, kann ich jetzt auf jeden Fall knicken. Der Williams auf der Geraden, das ist schon ein kleines Ding. Zumal ich hier grundsätzlich nicht so gut rauskomme. Bei der KI hat das Anbremsen hier auch bei der Schikane nachgelassen. Da waren sie im Vorgänger ganz schön hart und konsequent. Perez sitzt vor uns. Gelbe Reifen bei ihm. Ich muss mal wieder halbwegs rankommen da vorne. Dritte ist sie niedrig. Da wird sich duelliert. Perez gibt den Platz noch nicht auf. Fahrer vor mir. Sergio liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,2 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Runde oh, ein nur noch. Dann fährt er auf Weiß nach Hause. Dann müssen wir uns da rausfahren. Oh, oh. 6 Zehntel pro Runde aus. Vielleicht machen wir das auch noch. Mal gucken. Jetzt müssen wir uns ernsthaft um Russell kümmern. Was war das denn? Dass es dafür keine direkte Strafe gab?
Auto bricht aus, Mist. Jetzt sind die Vorderräder noch weiter weg. Vorne staut sich das Feld aber wieder. Ich bin bloß zu weit weg. Hülkenberg wieder vor uns. Muss mich wieder mehr reinknien. Immerhin ist der Spiegel nicht verstellt, wenn ich hier drauf gucke an der Stelle. Boah, Auto nicht ausbrechen. Bin beim Anbremsen wohl zu sehr voranstehen gekommen. Wir müssen in den nächsten Runden unbedingt näher herankommen da vorne. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Naja, das ist noch etwas übertrieben. Schalte möglichst bald den Motor runter. Ich glaube, der Russell hat sich die Nase eingefahren. Der kommt jetzt bedeutend schlechter mit. Vorne wird sich noch weiter behakt, das ist gut. Da war auf der Streckenkarte ein Ferrari, da war jemand schon früh drin. Ja, da sind die nächsten drin. Mann, na gut, das war der dritte Gang. Ach Mann, was mache ich denn jetzt in Kurve 1? Ich Nase. Jetzt ist Russell wieder in Schlagdistanz. Nee, jetzt wieder nicht. Vier Zehntel in der eigenen okay, Bestzeit. Der Abstand zum Vordermann beträgt 3,8 Sekunden. Nein, nicht rumkommen, Autochen. Davon zwitschern beim Ausgang. Wir nähern uns dem Boxenstopp. Hülkenberg scheint reingekommen zu sein. War zwar da drin gegangen, aber endlich mal wieder hinbekommen.
Dann wird doch nichts mit dem Einstopp. Ich verbrauche zu viele Reifen. Ich gedacht, die gelben sind im besseren Zustand. Pustekuchen. Russell immer noch hinter uns. Spätestens im zweiten Stint viel schneller fahren mit den Reifen. Na gut, viel schneller ist vielleicht etwas überspitzt gesagt, aber da ist mehr drin auf jeden Fall. Wir sind derzeit 9 Platzierungen besser als vorgesehen. Gute Arbeit, mach einfach weiter so. Na, wer war noch nicht drin? Erste Kurve ist noch nicht überstanden, zweite Verwarnung. Wenn du weiter so die Kurve ich weiß, Chef. Das Kurve 1 hat solche Probleme bereitet. Noch einmal abkürzen, dann kriegen wir eine 5 Sekunden Strafe. Norris sitzt hinter uns, der hat wohl einen ganzen Flügel. Was zu spät rein ist. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,4 Sekunden. Jetzt kommt er vorbei. Doch nicht? Mehr Waschwein gehabt. So, noch viele, viele Male Kurve 1. Was ist Mercedes? Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Inlap. So kann's gehen. Hamilton hinter uns. Er wird auf der Geraden vorbeifahren. Deswegen kann er ja vorbei. Scheint aber nicht zu wollen. Hauptsache, der nervt er nicht in den Kurven. Tut mir leid, hab meinen Wagen verloren. Seine Nase stimmt auch im Eimer. Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen. Ich Nasenzerstöre heute. Wir kommen rein. Und ich fahre nicht auf den Weißen. Die abgenutzten Gelben sind ja schon nicht schön. Mit seinem Einstopprennen abschließt. Akt ist mein letzter, da kann es keiner holen. Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie.
ein paar Infos zu Quer. Es scheint, sie haben ein Problem. Der schüttelt gerade aus, oder? Das war die Info da. Habe ich jetzt nicht gelesen. Aber das wird wohl so sein. Eigentlich schade, weil das wäre ein tendenzieller hinter uns im Rennen landen. Hier, Albon ist ausgeschieden. Grüne Flagge. Der macht Quert jetzt noch mit oder hat er einfach nur Leistungsprobleme? Ein paar Informationen zu Ricardo. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. Das ist einer, der durchaus vor uns ins Ziel kommt. Albon ist Kippe gewesen. Bis auf den Reifen muss ich viel besser unterwegs sein als auf dem letzten gelben. Muss hier gerade nicht nach hinten schauen. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Ja, Kurve 1 ist halt mein größtes Problem. Wieder rumschreien. Ja. Ein Jogurette-Fahrzeug. Da freuen sie sich. Bisher fühlt sich das auf den gelben Reifen nicht schlecht an, aber die Kurve 1 halt. Norris hat sich ein Williams geschnappt, es wird wohl Kubica sein. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 33,1 Sekunden. Mist, Heck ausgebrochen. Fällt mir noch ein Fanschrei. Geht doch. Wert vor der Nase, okay. Kein Williams gewesen. Fahrer vor mir. Quert vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,0 Sekunden. Der mit dem Leistungsproblem. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,43,1. So, Perez, erster und letzter Stopp. Wir müssen noch mindestens einen rausfahren. Toll. Sergio fährt jetzt in die Box. Sergio an der Box. Wie lange der auf den gelben gefahren ist. Vergangenheit war die KI. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 13,2 Sekunden. Immer, ich sag mal, Boxenstopp spendabler, haben einen Stop mehr eingelegt dieses Jahr. Nicht mehr so krass.
Ja, Perez hat wie jetzt einen Stop, kommt nicht mal rein. Wenn er jetzt wirklich die Weißen drauf hat und wir fahren nochmal rein und haben immer noch einen guten Rutsch nach ihm. Start ist dem Kollege. Okay, Abstand zum Teamkollegen 9,5 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Er ist auf Rang 14. Und fährt durch. Er quert leichtes Futter, weil Leistungsprobleme. Aber Norris können wir auch, also da können wir in etwa Schritt halten, wie es mir scheint. Ah, der hängt auch schon wieder an den nächsten. Wird vielleicht gerade extrem aufgehalten. Wagen hinter dir hat gerade auf harte Reifen umgestellt. Wagen hinter dir jetzt auf harten Reifen. Der Giovinazzi, der es fast dran hat, fast einen Stop-Vorsprung sozusagen. An dem müssen wir jetzt vorbei und quert. Sollten wir auch locker schaffen. Aus der Box kommt keiner. Ja, die Cover 1. Fahrer hinter mir. Quert hinter dir. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch der einen Stopp mal haben. Das scheint, Sie haben ein Problem. Die letzte Runde werden wir wohl nicht letzter. 1 Minute 43,0. Schneller. Glaube ich, dass sie das Problem lösen konnten. Gut, also mit meinem Strom komme ich ganz gut hin, so wie ich jetzt schon die ganze Zeit fahre. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Nochmal auf Gelbe. Den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem dann mag ich eher reinkommen. Also abgesehen von Cover 1 bin ich gerade wirklich ziemlich zufrieden mit meiner Leistung. Aber es ist nicht schnell genug. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 7,0 Sekunden. Der dritte ist da einfach Quatsch. Du fährst pro Runde eine Sekunde schneller als dein Hintermann. Wirkt nicht so. Fahrer vor mir. Norris vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 7,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,40,1. Du verlierst pro Runde 3 Zehntel. Gerade mal auf Bestzeitkurs. Und für den Schlusssport noch verdammt viel Benzin über, aber jetzt nicht übermäßig viel. Könnten wir beides noch verbraten. Rennstrategie. Rennstrategie. Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Das Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 3 Runden. Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 3 Runden. Ja, gegenüber Perez wird das 0,0. Und quert dann auch noch eine harte Nummer. Wir nähern uns dem Boxenstopp-Fenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Dachte ich mir schon. Hallo, dritter Gang. Jetzt bekomme ich die Kurve, aber ich hau immer in den dritten Gang rein. Weil ich nicht in den achten komme, da ist noch zu viel Gewohnheit drin.
Fans wieder aufschreien. Herr Norris ist eine ganze Ecke weit weg. Wird wohl bloß ein Duell gegen Quert. Mach schneller rein als letzte Runde. Komm aber auch weiter raus. Jetzt komme ich auch raus, kann es mal nicht auf den anstellen. Jetzt kommen die Nächsten in die Box. Ich hoffe, die pendeln sich nochmal kräftig. Butler hat einen Stop-Vorsprung. Mann. Dein Vordermann hat soeben auf Mediums umgestellt. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Können wir nicht auf den Gelben nach Hause fahren, auch wenn die am Ende ekelhaft werden? Das wäre schon schön. Der Lukas ist hinter uns. Hoffentlich schnappt er sich noch den Devin. Fährt aber auf den Harten. Schon länger. Fahrer hinter mir. Weber hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit neuen harten Reifen. Neue Harte. Verbraucht er einfach mehr Reifen als der Haas oder wie? Läuft der Butler den Leuten davon auf? Keine Chance, Ausgangs. Aber insgesamt verlieren wir halt. Und das ist ein Problem. Es kann an dem zu hohen Fahrzeug liegen. Das werde ich nächste Saison mal versuchen runterzuschrauben. Im freien Training. Bottas vor uns mit der schnellsten Runde. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,3 Sekunden. Das war nicht optimal mit den Modi. Komm diese Runde an die Box und denk an das Tempolimit. Bei einer Überschreitung erhalten wir eine Strafe. Denk daran, während du dich näherst. Dann kann ich auf den ersten Runden rote Reifen mal richtig aufdrehen mit Sprit. Okay, bevor die Nase drauf geht, lasse ich ihn vorbei. Hülkenberg hinter uns. Beim Start war er hinter uns, ja. Aber der fährt jetzt durch. Fahrer hinter mir. Hülkenberg liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 0,8 Sekunden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 49,7. Ja, der fährt durch. Quert ist noch ein Thema. Kommt der nächste Runde? Fertig, los jetzt! Da ist er gerade auf Stadtziel. Der war eher drin. Den müssen wir auf der Strecke brüllen, wenn wir überholen wollen. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Was? Wieso haben wir jetzt die Weißen drauf?
Habe ich die nicht umgestellt? Habe ich das nach meiner Spielerei mit der Rennstrategie nicht geändert? Wobei, ich habe doch rückgängig eingestellt. Warum haben wir jetzt die Weißen drauf? Ich habe doch nicht, als Jeff im Funkspruch gesagt hat, hier, Strategieänderung, habe ich doch nichts gedrückt. Ja, mit den weißen Reifen wird das nichts. Jesus. Oh. Das gucke ich mir auch nochmal an. Jetzt fahre ich diese harten Klumpen. Ich habe doch aber, nachdem ich mit meiner Strategie gespielt habe, von Gelb zu Weiß eins verbrennen, habe ich doch rückgängig eingestellt. Gelb, Gelb, Rot, meine ich. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Nö. Hab er noch über. Aber hier brauche ich es nicht zwingend. Er hat zu spät dort gegangen. Also kann ich ja quer vergessen. Geben. In etwa 15 Minuten geht's los. Dann sind wir fertig. Zwei Zehntel mit den frischen Weißen schneller. Weg damit. Das Styropor ist auch weiß und gegen weiße Sachen habe ich gerade einen kleinen Groll. Zum Auto vor dir beträgt 6,4 Sekunden. Die Weißen lassen sich gerade doch gar nicht so schlecht fahren. Nächstes Jahr fahre ich vielleicht gelb und weiß. Aber allen voran muss ich im Training nochmal ein niedrigeres Auto ausprobieren. Die Reifen haben jetzt auf jeden Fall Temperatur. Ja, mit so einem leichten Auto sind die Weißen doch gar nicht so schlecht. Nächstes Jahr probiere ich, denke ich, gelb und weiß. Ein zwei Stopprennen mit weißen Reifen. Toll. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 33,8. Will ich gar nicht wissen. Also mit dem aktuellen Fahrzeug, also mit der Schwere, mit dem Spritinhalt, fühlt sich das gar nicht mal so schlecht an. Ist halt grundsätzlich langsamer, als es hätte sein können, aber schneller als zwei Stops mit weißen Reifen. Wird's schon sein. Gelb-weiß. Könnten wir die Lücke in etwa halten, oder? Scheint mir irgendwie so. Fahrer vor mir. Quert liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 6,2 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,39,7. 39,7, ich fahre gerade eine halbe Sekunde langsamer. Meine Bestzeit ist in der 39,7.
Aber komischerweise passt es mit der ersten Kurve jetzt. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 7,4 Sekunden. Bin aber echt überrascht, wie die KI-Fahrerstufe doch auch nochmal eine ganze Ecke anders ist als im Vorgänger. Auf den Strecken, wo ich mich hätte schwieriger tun müssen, weil ich die Strecken nicht so gut kann, bin ich besser platziert als auf den Strecken, die mir in der Theorie deutlich besser liegen, mit denen ich mehr Spaß habe. Naja, wir machen jetzt die Erfahrung und können in der nächsten Saison auf die Erfahrung reagieren und hier und da in Richtung X anpassen. Was mit ihm? Habe ich aber das Gefühl, dass ich mit den Reifen etwas lahme. Ich versuche die letzten Runden nochmal ins Limit zu gehen. Da muss noch mehr drin sein, als dass wir jetzt zuletzt gefahren sind. In den Reifen liegt es nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Geht auch 3 Zehntel schneller. Und 0,27 Tankrunden noch. Mal gucken, was ich jetzt mit der Zeit, die ich gerade auf meiner Bestzeit habe, mache. Mit dem Vorlauf. Die Kurve fahre ich etwas zu spitz an. Aber immer noch 6 Zehntel Vorlauf. Gut zu wissen, dass es eindeutig an mir lag. Acht Zehntel schneller. Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,5 Sekunden. Schön schneller reingefahren. Die Strecke ist wunderbar, die macht richtig viel Spaß, aber Platz 18 ist nicht gerade prickelnd. Mm-mm. Jetzt nicht noch den Wagen hier wegdrehen. Etwas Erfahrung im Wagenabfang habe ich hier an diesem Rennwochenende schon gemacht. Das sollte ich jetzt umsetzen können, das ist mir auch zum Glück gelungen. Nach der tollen letzten Runde bin ich gleich mal wieder eine Sekunde langsamer. Gleich mal die letzte Runde eliminiert. So, nächste Runde muss wieder besser werden. Aber immerhin werden wir nicht überrundet, ne? Immer so nebenbei.
Gut, der Teamkollege hat abgefahren, der weiße Reifen. Deswegen bleibt der Abstand ja fast konstant. Wir haben etwas abgeknabbert. Eine halbe Sekunde Rückstand auf die eigene Bestzeit. Fahrer vor mir. Quert vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,7 Sekunden. Sie fahren mit Alpen Mediums. Ihre Reifen sind 8 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 40,0. Du fällst pro Runde um ein Zehntel zurück. Drei Sekunden langsamer. Es liegt nicht an den Reifen, die können mehr. Ich kann mehr, als die Reifen hier schlechter sein sollen. Meine beste Runde ist noch nicht lange her auf den Reifen. Sind langsamer. Vielleicht kommt die letzte Runde. Sogar schneller als meiner besten Runde mit dem Ausgang. Interessant. Letzte Runde will ich nochmal auf Vollgas fahren. Also alles aufdrehen und mal nach der Bestzeit schnuppern. Wir haben doch schon ein paar Prozent runter. Ich hätte gedacht, die sehen etwas besser aus. Das ist die letzte Runde. Für uns ist noch nicht zu sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir denen so fernbleiben. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ich finde, sind noch nicht über die Linie. Jetzt Vettel gewinnt. Hamilton hat ja Nase kaputt wegen uns, ne? Wegen dieses Ausgangs hier. Strom fast alle. Sagt, Wetterveränderung in ungefähr 5 Minuten. Sei wachsam. Ja, 14 langsamer. Alle warten sie nur noch auf uns. Schade, wie in Spanien, letzter Platz von denen noch im Rennen waren. Der erste Stint hat mich am meisten geärgert. Der war echt nicht gut, überhaupt nicht gut. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst.
Und je länger das Rennen ging, desto besser wurde Cover 1. Ferrari hat das Rennen noch gedreht. Ein großartiger Sieg. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst, und so weit nach vorne ins Feld fahren. Hier kommen unsere Sieger, ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert. Der Führende der Meisterschaft bleibt weiter an der Spitze, aber seine Konkurrenten haben heute an Boden gewonnen. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch mehr die saubere Fahrweise von Nico Hülkenberg begeistert. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Keine Veränderung an der Spitze, aber mit den Punkten von heute wird die Führung deutlich wackeliger. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Der Butler auf der 4, ich fass es nicht. Aber wieder bedeutend besser als Grosjean ist. Aber ist Grosjean, schätze ich mal, der bessere von beiden Haas. Naja, ist er halt der Formel 2-Fahrer. Ist ja bei dem Herrn Weber nicht anders. Wer doof, wenn dieser Rivalen aus der Formel 2 da hinten rumdumpeln, dümpeln würden, so wie wir. Aber stellt euch mal vor, es würde für jede Platzierung entsprechend Punkte geben. Dann würde unser Abstand zu Perez schon bedeutend größer sein, als er aktuell ist. Perez holt als einziger keine Punkte, fährt aber auch als einziger eine Ein-Stop-Strategie. Das ist schon bemerkenswert. Und Hülkenberg mit 2 Stops von 14 auf 7. Gut, sein Wagen geht bedeutend besser, aber das ist eine Nummer. Vettel gewinnt vor Leclerc, Verstappen, Butler, dann Hamilton mit seinem womöglich Nasenschaden nach der Zusammenkunft mit uns. Pierre Gasly auf der 6, dann Hülkenberg, Grosjean, Bottas nur 9. Der Lukas, dann der Sergio und dann der Kimi. Russell auf der 13 ist ja mal stark. Kubica auf der 14, also Williams, echt nicht schlecht. Norris nur auf der 15. Der Weber macht den Unterschied, weil er halt aus der Formel 2 kommt. Er zwar auch, aber ist jetzt nicht so ein direkter Rivale. Giovinazzi, Kvyat, selbst Kvyat hatte Leistungsprobleme. Den haben wir am Ende nicht bekommen. Giovinazzi zusammen mit Perez die beiden einzigen Einstopper. Da habe ich mich aber echt nochmal zusammengerissen. Die Roten wären bestimmt ziemlich in die Knie gegangen. Die Weißen hatten ja schon über 20% Abnutzung. Ja, ich habe mich dann noch zusammengerissen. Aber echt schlimm, wie das mit Cover 1 war. Also mit Cover 1 kann ich heute gar nicht zufrieden sein. Mit dem Rennen, schwierig. Erster Stint war gar nicht toll. Zweiter Stint hat mir am besten gefallen. Und der dritte war besser als der erste. Aber auch da habe ich vereinzelt zu viel Zeit liegen gelassen. Folgendes, ja, Renault, AD, Haas auch. Wenn Force India mit dem Rennpunkt davor keine Punkte holt. Hamilton 12 Punkte Vorsprung vor Vettel. Butler schon auf der 7 mit 50 Zählern. Hülkenberg 45. Und dann hat Perez schon einen gewaltigen Rückstand mit 21. Grosjean an Lukas Weber vorbei. Ja, Norris vor uns. Puh, echt nicht einfach. Bin immer gespannt, wie der nächste Vertrag wird. Mit den Ergebnissen dieses Vertrags war das echt ein Griff ins Klo. Dabei ist der nächste entscheidend, weil in Wolf Silverstone werden wir dann die Abteilungseffizienz voll haben bei der Aero. Und dann brauchen wir neben dem Rennbonus auch andere Sachen. Ich bin ja mal gespannt.
Ein Williams, der im Spiel gar nicht mal so schlecht ist, kommt mit den roten Reifen schlechter weg als wir mit den gelben. Auch generell war das kein so ein schlechter Start. Dann kommt Kurve 1, da kommt der rotbereifte Hülkenberg an und der hat sowieso ein Rennen sondersgleichen für sich hingelegt und ist nach vorne gedüst. Na, die beiden Williams hier nebeneinander. Und ja, Williams, na, was macht dann Hamilton da? Das war die Aktion, als es mich weggehauen hat. Und schaut mal auf die Nase, optisch ist da kein Schaden zu erkennen. Also da hat Hamilton womöglich Glück im Unglück gehabt. Zumindest ist da nichts geflogen. Ob da eine Farbveränderung bei seiner MFA zu sehen gewesen wäre, wenn er dann eine MFA hätte, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Aber sah zumindest in Ordnung aus. Ja, und ich habe es bereits angesprochen. Das Rennen hatte so drei Teile, war halt drei Stints. Der erste Stint war der zweite, der war, finde ich, der beste und der dritte war das Mittelding. Aber in Summe, vor allem die vielen Kurve 1 Fahrten, die waren echt nicht prickelnd und das Hoch der Gefühle an diesem Rennwochenende war eindeutig das Qualifying, was schade ist, denn das Rennen sollte das sein, aber da muss ich einfach beim nächsten Mal nachbessern, also beim nächsten Mal in Frankreich und beim nächsten Rennen in Österreich sowieso. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ja, genau, mit Platz 18. Der Zweikampf mit Ihrem alten Formel 2 Teamkollegen ist vorbei und er verlief nicht zum Besten für Sie, oder? Du meinst das Rivalenduell? Hey, gut beobachtet. War echt ein tolles Rennen für uns mit Platz 18. Egal, was ich versucht habe, sein Auto war einfach zu stark für mich. Damit suggeriere ich, dass ich ein Kackauto hatte, das sage ich nicht. Allein schon, weil es nicht stimmt. Er hat ein solch starkes Team hinter sich, da konnte ich einfach nicht mithalten, das sage ich auch nicht. Das Handling meines Wagens hat mich im Stich gelassen, das stimmt auch nicht, das wäre gelogen. Da müssen wir noch viel Entwicklungsarbeit leisten. Das schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Och, nö. Es waren nur ein paar freundschaftliche Rempler. Das stimmt. Es war wie ein Zirkus mit all diesen Clowns. So weit würde ich nicht gehen, aber in Zukunft muss ich etwas ruhiger fahren. Mein Heck unter Kontrolle behalten. Tja, trotzdem danke. Ich hab dir doch geantwortet. Der nächste Vertrag. Uiuiui, das wird was. Gegenüber Perez. Er hat 3 Punkte. Wir haben 3 Punkte. Stand. Und der Lukas hat 4. Wir haben 2. Das Duell hat er gewonnen. Wir haben schon 4 Punkte Rückstand auf Perez. Aber ich habe das Team-Vertragsziel erreicht. Immerhin etwas. Das erste Mal in dieser Saison. 500 Ressourcenpunkte obendrauf. Damit fehlen nur noch 500. Dann werden wir das womöglich schon nach Österreich haben, die 7000. Oh. Ich glaube, meine Antwort war halt auch nicht so gut. Ich glaube, da habe ich was mit gesunken gelesen und das Rennergebnis war halt nicht gut. Ach, der nächste Vertrag, das wird kein Augenschmaus. Was bitte war das für eine Leistung? Wir fahren doch hier nicht Autoscooter auf dem Rummel. Deine Ergebnisse zählen, also streng dich lieber an. Viel mehr solcher Rennen können wir uns nicht leisten. Immer mit sehr ernsten Worten, aber irgendwie muss ich drüber schmutzeln. Oh Mann, dein Wert, Vertragswert. Aha. Warum im Qualifying 10? Im Rennen 17 nach den letzten Leistungen, ja. Eigentlich müsste ich hier mittlerweile was machen, aber ich kann mir hier nicht viel leisten. Also Vertragswert ist noch deutlich unter unserem Wert. Hier mache ich mal zumindest die 13 sollte es in etwa werden. Ich mache es mal so. Hab nicht viel Spielraum. Bin mal gespannt, was die dazu sagen. Upgrade-Geschwindigkeit. Kleiner um eine Woche. Anfangs wäre es wichtiger, etwas mehr zugleich machen zu können.
Es wird bestimmt zu viel sein, aber ich mach mal zumindest das. Unser Angebot wurde akzeptiert. Der neue Vertrag tritt mit dem Beginn des Rennens am nächsten Wochenende in Kraft. Und schon klingt Emma ganz anders. Aber gut, ich hätte eh nicht mehr viel Spielraum gehabt. Bei den Platzierungen hätte ich jetzt nichts anders gemacht. Zweiter Fahrer Mittel, da ist kein Spielraum. Rennbonus runtersetzen, auf keinen Fall. Gleichzeitig Entwicklung etwas höher, das war mir jetzt wichtig, weil es bald losgeht für uns. Ja, bei dem aktuellen Stand war einfach nicht mehr drin. Schade, aber so ist es nun mal. Müssen wir mit klarkommen und das Beste daraus machen. Dauert nicht mehr lang, dann geht's los mit uns. Perez, hab noch etwas Geduld. Gucken wir nochmal kurz auf die Details. Noch drittbeste Kraft. Noch viertschlechteste Kraft. Das klingt im Zusammenhang komisch. Und rote Laterne bei der Aero. Noch. Wenn wir hier entwickeln, 3 Wochen. Autsch. Es war aber halt nicht mehr drin. Mist. Okay. Teil 1. Überall. Das waren noch Zeiten, als die kleinen Teile eine Woche gedauert haben. Ja, mit Stufe 3. Im Vertrag. Das müssen wir uns erstmal wieder erarbeiten. Gut. Ergebnis hat unsere Erwartungen natürlich nicht erfüllt. Rivalität. Wollte dir nur sagen, dass du im Vergleich zu Lukas in der Presse eher schlecht wegkommst. Na sowas. Okay. Dann zum nächsten Wochenende. Nicht vergessen zu klicken und auch in Zukunft. Also vor dem Rennen habe ich ja wieder geguckt, da war eine Änderung wieder möglich. Mal gucken, wie es demnächst aussieht, wenn ich eben dran denke. Aber Österreich. Wir hatten jetzt die KI-Fahrerstufe 84, wir gehen da auf die 90, 50, komplett und C543. Laut Buchstaben wird keine Reifenfarbe übersprungen. Ziemlich konsequent bisher. Mittlerweile ist auch Alpha sauber für uns. Ich überlege gerade, ob ich jetzt schon anfange zu entwickeln. Es wäre halt ein Rennwochenende. Wir werden am Ende dieses Rennwochenendes genug Punkte haben für die Abteilungseffizienz. Vielleicht bleiben noch ein paar klitzekleine Ressourcen, Pünktchen übrig für die erste Entwicklung, weil die kostet ja da nicht viel. Weil es gerade so lange dauert, bin ich gewillt, da etwas eher anzufangen, ein Rennwochenende, aber nach dem Rennwochenende werden wir die Abteilungseffizienz, denke ich mal, voll haben. Da spare ich lieber die Ressourcenpunkte. Und in Anführungszeichen verschwende die Zeit, die wir dafür aufwenden. Aber wie gesagt, das hätte ich jetzt vor dem Sprung zu diesem Rennwochenende machen müssen. Mercedes wieder vor Ferrari auf dem Papier. Haas vierte Kraft, Renault, McLaren. Hinten Torosso, Williams deutlich näher angekommen. Die legen los. Ey, wo haben die ganzen Ressourcenpunkte her? Von Mercedes geschenkt bekommen, oder was? Also, Motor. Williams immer noch nicht verbessert. Wie auf der 3. Da sind wir konstant. Hier mittlerweile auf dem drittletzten Platz. Da ist Alpha sauber vorbei. Bis Torosso daran kommt, dauert es noch etwas. Und bei der Aero haben wir jetzt schon einen guten Rückstand auf Alpha sauber. Das ist schon doof. Aber schaut mal, wenn ich jetzt einen Tausender ausgebe, nee. Jetzt, wo ich den Tausender sehe, nee, da mache ich mit Sicherheit nichts. Da warten wir hier auf das ganze Zeug. Soweit so klar, soweit so geduldig wir da sein müssen. Gut. Auf dass wir endlich mal wieder ein akzeptables Ergebnis einfahren werden, entsprechend unserem Vertrag. In Spielberg ist auch eine tolle Strecke, aber mit den tollen Strecken habe ich mich zuletzt ganz schön schwer getan und China, Aserbaidschan zum Beispiel, da lief's anders.
besser. Vom Ergebnis her. Aber nächstes Rennwochenende, neues Rennwochenende, neue Chance. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.